Hier ist der erste von Mappen, hier ist der erste Live-Chat, den wir heute hier mal ausprobieren wollen. Das soll aber keine einmalige Sache sein, sondern das wollen wir in Zukunft häufiger machen. Hat natürlich auch mit der Corona-Krise zu tun. Wir wollen mehr Nähe schaffen und ich begrüße euch ganz herzlich, alle die, die sich hier schon eingeloggt haben, die sich gemeldet haben, die Fragen haben. Und ganz besonders herzlich begrüße ich den Cheftrainer des SV Mappen. Ich begrüße Thorsten. Thorsten Frings, hallo. Ja, schön. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, das mit uns hier mitzumachen. Ja, ich freue mich. Für mich ist das ja so die einzige Möglichkeit, mal ein bisschen Kontakt auch zu Fans aufzubauen. Von daher freue ich mich darauf, dass auch so viele zahlreiche auch dabei sind. Wie du schon sagtest, ich finde es gut, dass wir das jetzt versuchen, regelmäßig zu machen, dass wir den Verein mal so ein bisschen durchleuchten, dass die Fans mal ein bisschen mehr vom SV Mappen mitbekommen. Und ich will heute den ersten Step machen und bin gespannt, was mich so erwartet. Ja, genau, das ist super. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Thomas Kemper, ich bin der Pressesprecher hier beim SV Mappen. Aber wir wollen eigentlich auch gar nicht viel Zeit verlieren. Meine Frage wäre, was ist denn das Tollste am Emsland, was Bremen nicht hat? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, so viel habe ich ehrlich gesagt noch nicht vom Emsland mitbekommen, weil du weißt ja selber, der Lockdown ist ja gerade nicht das Schönste für uns alle. Wir haben ja strikte Regeln, wir dürfen so wenig wie möglich die Wohnung verlassen. Was ich halt schon gesehen habe hier in Innenstadt Mappen, also gefällt mir sehr gut, ist sehr klein, kompakt. Leute sind alle sehr nett zu mir, haben mich sehr gut aufgenommen. Habe auch schon ein Lieblingsrestaurant hier mit dem Restaurant Delphi und da bin ich öfters. Und freue mich dann, wenn jetzt endlich mal wieder, hoffentlich bald der Lockdown vorbei ist, dass man mal wieder auf die Straße kann. Ja, wir alle, ne? Das stimmt, ja. Hast du denn noch eine sportliche Frage? Eine sportliche Frage? Ja, nee, sportlich nicht so direkt, aber wie steckt man die negativen Kommentare weg? Ach du, ich lese das ehrlich gesagt gar nicht. Weil, noch besser ist. Ja, es ist ja immer so, manchmal wird man, manche mögen einen, manche nicht. Und wir trainieren jeden Tag öffentlich und ich würde mich freuen, wenn die Leute kommen und mir das ins Gesicht sagen, wenn sie irgendwas nicht gut finden. Aber das ist halt so, das trauen sich meistens nicht. Von daher interessiert mich das eigentlich total wenig, was da geschrieben wird. Das ist gut. Aber sowohl negativ als auch positiv. Also ich lese auch die positiven Sachen nicht, weil ich eigentlich damit wenig anfangen kann. Gut. Ich weiß nicht, darf ich oder sind die anderen noch dran? Ich weiß nicht. Darf ich gleich nochmal? Nee, also im Moment hat sich noch nicht, haben wir noch keine andere Meldung bekommen. Also wenn du noch eine Frage hast. Sehr gut. Ja, jetzt rein sportlich, jetzt nicht mehr noch so, aber mit welchen Spielern aus der Nationalmannschaft besteht noch Kontakt? Ja, ich bin also noch sehr eng mit Michael Ballack befreundet. Wir haben regelmäßig Kontakt, tauschen uns oft aus. Habe gerade heute noch mit Sebastian Kegel getextet. Da sind immer Per Mertesacker, da gibt es immer einige. Das ist nicht durchgehend immer dieselben, sondern das wechselt dann immer. Das ist so phasenweise, dass man mal mit dem einen oder anderen mal ein bisschen mehr Kontakt hat. Aber Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Auch wenn es natürlich mit der Zeit immer weniger wird. Ich meine, da sind jetzt auch schon ein paar Jährchen dazwischen, dass man da aktiv war. Und im Fußball ist es generell so, dass man wirklich mit sehr wenigen Leuten längeren Kontakt hält. Mhm. Und das SV Mappen-Team hat sich das jetzt richtig gut gefunden, dank der längeren Pause jetzt? Ja, man muss das ja als Ganzes sehen. Ne? Das ist halt ein Prozess im Sommer. Ne? Ein neuer Trainer kommt, nachdem ein Trainer hier 7 Jahre erfolgreich war. In der Mannschaft hat sich vieles verändert. Wichtige Spieler sind gegangen, junge, neue Spieler sind dazugekommen. Und da ist, finde ich, ganz normal, dass man ein bisschen Zeit braucht, um sich da auch zu finden. Und der Prozess ist immer noch nicht beendet. Also wir haben ja jetzt heute mit Tom Bure nochmal einen Stürmer dazu bekommen, der uns hoffentlich gut tun wird. Und von daher wird das ein Prozess sein, der sicherlich noch ein bisschen dauern wird. Wichtig ist, dass wir so weitermachen wie in den letzten Wochen, dass wir punkten und viele Spiele gewinnen. Ja, wir fiebern immer mit. Danke. Jetzt Samstag ja wieder. Ja, ich auch. Ich freue mich drauf. Ja, wir auch. Ja, wenn noch keiner mehr, bin ich allein, das ist sehr hervorragend. Ja, es sind ganz viele Leute eingeloggt. Nochmal der Hinweis, also ihr müsstet wirklich im Chatbereich eben kurz reinschreiben, dass ihr eine Frage stellen wollt, dann können wir euch freischalten. Aber Ruth, wenn du noch eine Frage hast, kannst du natürlich jetzt diese Phase ausnutzen.
Ja, so viel habe ich damit gerechnet, dass ich so viel fragen darf. Ja, was hatte ich denn noch? Das hatte ich auch schon. Ja, und wie läuft das mit Bremen? Mappen mit dem Fahren immer? Funktioniert das gut? Oder kommt die Familie auch mal ins Emsland? Ja, meine Familie war schon häufig hier. Ich versuche natürlich auch hin und wieder mal nach Bremen zu fahren, aber in der letzten Zeit ist es eben ein bisschen weniger, weil wir jetzt auch wieder nach den 4 Tagen, 5 Tagen, die wir frei hatten, eben auch jetzt schon wieder mit der Vorbereitung angefangen haben und dann uns auf die nächsten Spiele vorbereiten wollen. Und wir starten ja direkt mit der englischen Woche, wo wir viele Spiele hintereinander haben. Da muss die Familie leider ein bisschen zurückstecken, aber so ist es halt. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwann wieder aufholen kann und meine Frau mir nicht so böse ist, dass ich nicht so häufig in Bremen bin. Gut, ich sonst spontan jetzt so schnell. Ich glaube, da will auch jemand anderes noch. Ich will jetzt auch nicht alles aufhalten hier. Ja, gut, super, du hast einen guten Ja, leider, Antrag. Mit Kamera hat nicht geklappt. Ja, ich weiß beim es nicht. Mal dann. Beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal kriegen wir das. Vielen Dank. Ja, sag ich auch. Danke dir. Wir hören dich. Hallo. Alles klar, moin. Meine Frage wäre, wie schätzen Sie denn den kommenden Gegner ein, den ersten FC Saarbrücken? Ja, ist für mich eine sehr gute Mannschaft. Ist halt nicht so ein typischer Aufsteiger, wie man es vielleicht sonst hat, sondern eine Mannschaft, eine Traditionsmannschaft, die ja, sehr gute Möglichkeiten hat. Hat sich letztes Jahr auch sensationell gut im DFB-Pokal, glaube ich, bis im Halbfinale war es, gezeigt. Und ist eine Mannschaft, die sehr offensiv auftritt, die keine Angst hat, egal vor welcher Mannschaft. Und das wird ein schweres Spiel für uns, aber wir wollen auch dagegen halten, wollen alles dafür tun, dass wir endlich auch mal wieder einen Heimsieg holen. Deine Frage beantwortet, Felix? Ja, alles gut. Okay. Jetzt haben wir sogar hier jemanden aus Bremen, wie ich denke, der Christoph. Wir schalten dich eben frei, dass wir dich hören können. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ja, moin aus Bremen, aus deiner Heimat, Thorsten. Ich habe mal eine ganz kurze Frage. Und zwar als Spieler warst du eher so ein richtig bissiger, galliger Spieler, immer die Blutgrätsche rausgeholt hier bei Werder. Und jetzt als Trainer wirkst du manchmal eher so ein bisschen zurückhaltender, schüchterner. Natürlich die Diskussionen am Spielfeldrand, die gehören dazu. Sind das zwei verschiedene Persönlichkeiten, der Trainer Thorsten Frings und der Spieler Thorsten Frings? So ja, wirkt es manchmal. Ja, so ist es auch. Als Spieler kannst du dir natürlich auch viel mehr erlauben. Da bekommst du ein Gefühl, wie weit du gehen kannst mit dem Schiedsrichter. Bist ja in viel engeren Kontakt mit ihm, weil du ja ständig an ihm vorbeiläufst und da bekommst du ein Gefühl, wie weit man gehen kann. Als Trainer ist es einfach so, dass du ja bei jeder Kleinigkeit direkt ermahnt wirst und bekommst gelbe Karten und nach 5 gelben Karten ist man genauso als Trainer gesperrt wie als Spieler auch und das ist ja nicht gerade förderlich. Ich habe mir schon einmal den Fehler gemacht und habe mir schon mal rot bekommen gegen Kaiserslautern und konnte dann nicht auf der Bank sitzen ein Spiel und von daher versuche ich mich einfach, also ich bin wie ein Vulkan innerlich am Spielfeldrand, aber ich muss halt aufpassen, dass ich nicht explodiere, weil ich eben dann der Mannschaft nicht weiterhelfen kann. Okay. Ja, wir müssen gerade eine Werder Bremen Bonbondose aufmachen. Das ist. Ja. Nee, super, besten Dank. Damit ist meine Frage schon beantwortet. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Moin, Grüße aus Osnabrück nach Meppen. Ja, hallo, aus Osnabrück. Hallo. Ausgerechnet aus Osnabrück. Ja, irgendeiner muss ja die blau-weiße Farben hier hochhalten. Ja. Und den Jungs ja auch ein bisschen Fußballkultur beibringen. Das kriegen wir schon hin. Ja. Thorsten, meine Frage, du warst ja bei vielen Vereinen in Deutschland aktiv, als Spieler, als Trainer auch in Darmstadt, hast die erste Liga, zweite Liga gesehen und jetzt bist du ein halbes Jahr bei uns in Meppen. Was glaubst du, welcher Hebel müsste bei uns oder welche Hebel müssten gezogen werden, dass wir auch dauerhaft den Traum Profifußball in Meppen behalten können? Ja, ich denke einfach so weitermachen wie bisher. Also man steigert sich ja von Jahr zu Jahr. Je länger man in der Liga ist, desto besser wird ja alles drumherum. Wir fangen an mit Kleinigkeiten. Ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, dass wir
auf einmal Zäune um Trainingsplätze bekommen und sowas. Das ist schon eine Riesensteigerung für uns. Und wir wissen, dass wir noch nicht so lange in der dritten Liga sind und dass wir viel aufzuholen haben. Und wir arbeiten daran. Wir arbeiten alle hart daran und wollen natürlich so, ja, uns stetig verbessern. Und, aber das ist ein Prozess, der eben auch nicht von heute auf morgen geht, sondern sicherlich seine Zeit braucht. Aber wir sind alle dran und arbeiten da Tag und Nacht dran, dass wir uns stetig verbessern. Okay, und wenn du so ein bisschen reinschaust oder jetzt so einen Vergleich hast, gibt es irgendwie so ein oder zwei Punkte, wo du sagst, so Mensch, da müsste man aber dran schrauben, da haben wir die größten oder die ja, am niedrigsten Hängfrüchte, die wir so ernten könnten? Ja, ich würde mir sicherlich wünschen, dass hier, ich sag mal, die Kabinen und alles ein bisschen größer wäre, dass wir vielleicht einen Fitnessraum hätten und sowas, was wir momentan nicht so richtig haben und dass die Jungs einfach auch sich vernünftig aufs Training vorbereiten können, aber da haben wir eigentlich eine Möglichkeit, aber durch den Lockdown ist es eben jetzt nicht gegeben, dass wir da in unserem Fitnesspark fahren können und aber das sind so Kleinigkeiten, die wir halt peu à peu verbessern wollen, aber dafür müssen erstmal die Ergebnisse stimmen auf dem Platz und wir müssen gucken, dass wir in der Liga bleiben, dass wir uns eben da stetig auch verbessern. Und wie gesagt, das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, sondern eine Zeit lang braucht. Aber ich denke, seit ich hier bin, da habe ich zumindest das Gefühl, dass da jeder wirklich Tag und Nacht für arbeitet, dass es hier vorwärts geht. Jo, danke schön. Ja, moin, schöne Grüße, frohes neues Jahr erstmal. Jetzt muss ich mal hier was gucken. So, man sieht mich. Ja, schönen Gruß an Holger auch. Man kennt sich, hallo. Ich habe zwei Fragen eigentlich. Frage 1, der Saisonstart mit den ersten 6 Spielen, der war ja mehr als holprig. War es da für dich vielleicht ein bisschen auch einfacher, dass keine Fans da waren, die dann auch mal im Stadion ein bisschen laut ihren Unmut bekunden? Wie hast du das in der Situation empfunden? War das für dich ein bisschen einfacher, um ruhiger arbeiten zu können? Nee, das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich kann eins sagen, dass wir alle, inklusive ich auch, die Fans total vermissen. Weil ich glaube, dass wir in vielen Spielen vielleicht auch den einen oder anderen Punkt mehr geholt hätten, wenn wir diesen Push bekommen hätten von unseren Fans. Ich meine, ich habe es bisher leider nur immer, ich höre es immer nur, was hier los ist, weil ich es leider als Trainer noch nicht erleben durfte, weil wir quasi, seit ich hier bin, im Lockdown sind. Ich glaube, dass viele Ergebnisse nicht zustande gekommen wären, wenn wir Fans im Rücken gehabt hätten. Weil ich glaube, nochmal, als Spieler, ich weiß das auch als Spieler, dass Fans unheimlich viel beeinflussen können im Positiven, auch wenn es gerade wenn es mal nicht läuft oder wenn es mal schwierig wird oder 50-50 Situationen sind. Das kann aber einen ordentlichen Push geben. Von daher sehen wir alle, inklusive ich auch, die Fans zurück. Okay. Ja, das war es dann schon von mir. Danke und danke. Weiterhin alles Gute. Ja, dir auch. Felix, bist du da? Ja, ich bin da. Okay. Ich wollte noch fragen, wie es denn personell für den Samstag aussieht. Ja, eigentlich ganz gut, wenn man sieht, dass der Putti uns noch länger fehlen wird, der Tilo Leugers uns noch länger fehlen wird, haben wir, glaube ich, so gut wie alle Spieler an Bord. Hasi fällt noch länger aus. Luca Plogmann wissen wir auch alle, dass er noch länger ausfällt. Ansonsten sind alle Spieler gesund. Von daher können wir aus dem Vollen schöpfen. Das war's schon. Super, danke. Danke dir, mein Lieber. Ja, stellt weiter eure Fragen. Schreibt in den Chat rein. Ich habe hier auch einige Fragen bekommen, per Mail bekommen, die ich auch einfach mal vorlesen kann. Thorsten, welcher Trainer hat dich in deiner aktiven Laufbahn besonders geprägt und beeindruckt? Ja, das habe ich ja schon ganz oft betont, dass Thomas Schaaf und Matthias Sammer mich so ein bisschen geprägt haben. Aber als Spieler ist es ja auch immer so, bist du wichtig für einen Trainer oder bist du nicht wichtig für einen Trainer? Also ich kann genauso viele Spieler aufzählen, die sagen, Thomas Schaaf ist für diese Spieler kein guter Trainer. Ne? Von daher kann ich nur sagen, mich hat er immer gefördert, für mich war er immer da, in allen Lebenssituationen, die man so hat. Auch privat war er immer für mich da und von Matthias Sammer hat man einfach diesen
unbändigen Ehrgeiz entwickelt. Also für ihn gab's Verlieren gab es nicht. Und das hast du dann irgendwann in deinem Kopf drin. Dann hast du dementsprechend alles versucht auf dem Platz. Also das sind schon die zwei Trainer, wo ich sage, von denen habe ich am meisten mitgenommen. Mhm. Interessante Frage, finde ich jedenfalls, bezieht sich auf deine Zeit in Kanada. Und du hast in Kanada gespielt. Hast du noch Kontakt dort nach Toronto? Und gibt es da vielleicht interessante Spieler, die man vielleicht sogar in die dritte Liga holen könnte? Ja, also ich habe noch viel Kontakt, habe viele gute Freunde da noch in Toronto. Und für mich war das damals eine super Zeit, wenn nicht die schönste Zeit, die ich im Profifußball hatte. Muss allerdings auch zugeben, die Zeit auch, wo man eigentlich, wo ich gar überhaupt keinen Druck hatte, weil es Toronto war damals eine ganz junge Mannschaft. Ich glaube, der Verein war erst 3-4 Jahre alt und war gerade mitten im Aufbau. Und von daher war Gewinnen oder Verlieren noch nicht so wichtig, sondern dabei sein war alles so ungefähr, war das Motto. Wir haben uns da super wohl gefühlt und versuchen immer noch, so oft es geht, nach Kanada zu fliegen. Und ich glaube schon, dass der Markt da relativ groß ist und vielleicht der ein oder andere Spieler auch für uns oder für die dritte Liga interessant wäre, aber es ist ja auch immer so ein Kostenpunkt. Also die Jungs verdienen da auch schon relativ gut und ist nicht immer so leicht umsetzbar. Aber ich glaube schon, dass der Markt da groß ist und wenn man da die Augen aufhält, dass man vielleicht den einen oder anderen da auch finden würde, der uns oder generell in der dritten Liga auch Fuß fassen könnte. Wir haben eine Frage bekommen. Es gibt einige, die mir geschrieben haben, die lieber hier als Zuhörer nur dabei sein wollen und die Fragen dann lieber vorgelesen bekommen wollen. Und das machen wir gerne. Das ist einmal von Hendrik. Der möchte wissen, Thorsten, was habt ihr nach der Winterpause taktisch verändert? Also erstmal haben wir ja gar keine Winterpause so richtig gehabt. Wir hatten 4 Tage frei. Und da lag der Fokus hauptsächlich darauf, auf Regeneration, weil wir eben enorm viele Spiele hatten. Wir hatten, wie ihr alle wisst, ja auch diese Corona-Phase, die sehr, sehr schwierig für uns war und wo wir, glaube ich, trotz alledem das Beste rausgemacht haben. Und taktisch, es ist immer eine Sache, was ist Taktik? Geht man vorne drauf, stellt man sich hinten rein? Das ist alles Taktik. Wir wollen es dem Gegner so schwierig wie möglich machen. Wir wollen selber gefährlich sein. Wir wollen uns Torchancen herausspielen. Und da sind wir dabei. Das trainieren wir täglich. Und von daher erhoffe ich mich schon, dass wir den nächsten Schritt machen jetzt in den nächsten Spielen. Auch wenn wir jetzt wieder direkt mit einer englischen Woche anfangen, weite Reisen vor uns haben, die sicherlich nicht einfach werden, aber wie gesagt, wir wollen das Beste daraus machen und wollen uns auf jeden Gegner so gut es geht vorbereiten und jedes Spiel eben versuchen zu gewinnen und alles abrufen, was drin ist im Kanister. Ja, ich habe eine Frage und zwar habe ich in der dritten Liga, verfolge ich immer dritte Liga online und da wurde geschrieben, ja, in der Mannschaft steckt der Klassenerhalt und deshalb die Frage nochmal an Thorsten, wo siehst du die Mannschaft am Ende der Saison? Ja, ich glaube auch, dass wir nicht absteigen. Klar, 100% glaube ich daran. Und ich glaube, dass viel in der Mannschaft drinsteckt. Und dass wir es nur schaffen müssen, rauszulassen. Wir haben viele Spiele auch vor Corona schon ganz gut gespielt, wo wir meiner Meinung nach selber schuld sind, dass wir die Spiele eben nicht gewonnen haben. Ich erinnere jetzt nur mal so an das Viktoria-Köln-Spiel, wo wir trotz einem Mann weniger, keine Ahnung, einen Elfmeter verschießen und dann kurz vor Schluss durch eine Standardsituation das Spiel verlieren, wo du eigentlich hättest gewinnen müssen. Und viele Spiele waren eng und da haben wir es nicht geschafft, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Aber ich glaube schon, dass der eine oder andere Punkt mehr drin war. Und natürlich ärgert mich auch so Spiele wie gegen Zwickau dann hier zu Hause, nachdem man in Rostock so ein super Spiel abgeliefert hat, spielt man dann zu Hause gegen Zwickau und bekommt es nicht auf den Platz und da müssen wir uns weiterentwickeln und das werden wir auch machen. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, oder ich bin mir zu 1000% sicher, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ja, das hoffen wir auch und wir drücken euch auch feste die Daumen und werden auch am Samstag es wieder verfolgen. Wir sind ja hier so ein kleiner Haufen von so 6-7 Leuten und auch einige Mädels dabei,
die fragen immer wieder nach dieser tollen Frisur, der Alt-60er-Frisur. Woher kommt diese Frisur? Einfach wachsen lassen. Ja, zu Corona-Zeiten ist das ja auch nicht schlecht. Ja, so. Jeder trägt das, was er kann, ne? Gut, wir drücken die Daumen und alles Gute. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine weitere Frage, die per Mail gekommen ist. Es betrifft die Situation in den Stadien. Wir spielen ohne Zuschauer, was ja eigentlich überhaupt nicht denkbar ist. So vor einigen Jahren hätte man das sich gar nicht vorstellen können. Nun waren die ersten Spiele nicht so erfolgreich. Also wenn das Stadion voll gewesen wäre, und das wäre es ja wahrscheinlich, hätte es wahrscheinlich auch mal ein paar Pfiffe gegeben und ein paar Sachen, die nicht so schön gewesen wären. Warst du da vielleicht sogar manchmal froh, dass keine Zuschauer da sind? Ja, die Frage habe ich ja eben schon beantwortet. Nee, also ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir, und wir sehen die Zuschauer dabei. Und wenn wir Pfiffe bekommen hätten, dann hätten wir sie sicherlich auch verdient gehabt. Trotzdem glaube ich, wenn die Zuschauer da sind und gerade auch unsere Fans hier in Meppen, ich konnte es ja leider noch nie live erleben, weil wir noch nie so richtig viele Zuschauer hatten. Und ich freue mich natürlich drauf, wenn das mal irgendwann soweit sein sollte, dass es wieder erlaubt ist, weil ich eben auch höre, wie die Zuschauer hinter dem SV Meppen stehen. Und ich glaube schon, wenn wir diesen Push von den Fans auch wieder bekommen, dass wir viele Spiele, die eng sind oder die uns schwerfallen, eben auch noch auf unsere Seite biegen können. Ja, das denke ich auch. Es ist natürlich schon ein wichtiger Punkt, die Zuschauer, die Fans im Stadion zu haben. Das darf man ja nie vergessen. Es kommt noch mal eine Frage auch aus den Niederlanden. Wie sicher, aber diese Frage kam jetzt auch schon mehrfach, wie sicher bist du, dass wir den Klassenerhalt schaffen? Ja, sehr sicher, weil wir das Potenzial dazu haben. Auch wenn diese Liga unberechenbar ist und man sieht es jeden Spieltag, der Tabellenletzte schlägt den Tabellenersten, der Dritte verliert gegen den 18. Und genauso kannst du jedes Spiel gewinnen, du kannst jedes Spiel verlieren. Das macht diese Liga so besonders. Und von daher bin ich trotzdem davon überzeugt, dass wir das Potenzial haben, diese Liga auch zu halten. Es geht so ein bisschen auch um das Jugendleistungszentrum, ja immer hier beim SV Meppen. Wir haben ja sehr talentierte Spieler. Wie siehst du das? Ja, das... Ich denke, das sieht man ja auch. Also Ted bekommt seine Einsätze, hat sich super entwickelt und das honorieren wir auch, indem wir ihm eben auch Einsätze geben. Beim Mathis Haßmann ist es leider so, dass er eine Schambeinentzündung hat und uns auf unbestimmte Zeit eben noch fehlen wird, wo wir einfach nicht wissen, wie lange es noch dauert. Und Leo ist ein Spieler, der das gut macht im Training, der aber mit dem Hassan und auch mit dem Asame eben auch enorme Konkurrenz vor sich hat, wo er es bis jetzt noch nicht schafft, vorbeizukommen. Und trotzdem sind das Jungs, Moritz Hinnenkamp haben wir jetzt aus der U19 hochgeholt, um ihn eine Perspektive zu geben, um ihn zu testen. Und der Junge macht das auch super. Und das haben wir auch vor mit weiteren Spielern aus der U19. Dass wir da eben auch eine enge Verzahnung bekommen. Und alles andere haben die Spieler dann selbst in der Hand. Es ist jetzt gerade eine Frage reingekommen, die betrifft unseren Captain Thilo Leugas, der jetzt schon lange Probleme hat. Ist ja auch so eine ganz wichtige Personalie hier bei uns im Emsland, mit dem sich auch die Fans unheimlich gut identifizieren können. Wie geht's ihm und wie ist die Perspektive? Was meinst du? Ja, das kommt ja auch noch dazu, dass Thilo uns eben seit dem ersten Spieltag so gut wie gar nicht zur Verfügung steht. Ne? Thilo ist der Kapitän, der absolute Leader der Mannschaft und der fehlt uns schon sehr. Und er hat totale Probleme mit seiner Achillessehne und wir haben jetzt erstmal vereinbart, dass er bis Ende Januar komplett pausiert und dass wir dann versuchen, ihn langsam wieder aufzubauen. Also ich lese ja hier Karriereende, ist glaube ich kein Thema, aber es ist eine Verletzung und wir haben auch ganz klar mit Thilo gesprochen, dass wir ihm auch diese Zeit geben, wieder hundertprozentig zurückzukommen und dass er uns fehlt und für mich als Trainer auch eigentlich unersetzbar ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Dann haben wir nochmal den Felix, bitte. Ja, eine Frage hätte ich noch und zwar... Steht ja jetzt wieder ein ziemlich hartes Programm an. Ich glaube, mit 6 Spielen in 23 Tagen.
Und jetzt wurde ja die Zahl der Auswechslungen nochmal erhöht von 3 auf 5. Wie siehst du das auch in Bezug auf Belastungssteuerung und so weiter? Ja, also ich hätte mir das natürlich nach unserer Corona-Pause gewünscht. Ne, damals haben alle Vereine für 3 Wechsel plädiert, diesmal sind es 5. Sicherlich hast du da recht, dass man da eben auch reagieren kann, wenn einer müde ist. An den Wechsel an sich ändert sich ja nichts. Du hast halt diesen Halbzeitwechsel, den bekommst du dazu. Also kannst du theoretisch 4-mal wechseln und du hast 4 Zeitzonen, wo du wechseln kannst. Und von daher bin ich selber mal gespannt, wie sehr wir das ausnutzen, weil wir eben diese Situation eben auch bis jetzt noch nicht hatten. Ja, alles klar, dann war es das auch schon. Danke dir. Also noch 2 Fragen reingekommen, die ich am besten nochmal vorlese. Jetzt am Samstag geht es gegen Saarbrücken. Unheimlich starker Aufsteiger, der stark in die 3. Liga gestartet ist. Wie schätzt du das Team ein? Ja, bei Saarbrücken merkt man halt auch diese Euphorie, die sie einfach auch mit nach oben genommen haben. Ne? Sie spielen frech auf und sind sehr mutig, haben keine Angst, spielen aggressives Pressing. Von daher müssen wir uns da gute Lösungen einfallen lassen, uns daraus zu befreien und trotzdem auch selber torgefährlich zu werden. Wir haben Respekt vor Saarbrücken, aber keine Angst. Wir wollen selber mutig spielen und wollen alles dafür tun, dass wir hier die 3 Punkte in Meppen lassen. Ja, danke, Thorsten. Danke bis hierher an alle, die Fragen gestellt haben, die uns auch Fragen geschickt haben, auch an die, die einfach nur zugeschaut haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir werden das auf jeden Fall weitermachen. Wir werden es noch verfeinern. Wir werden es auch noch technisch besser machen. Aber wir sind eigentlich ganz zufrieden. Es hat Spaß gemacht, Thorsten. Ich hoffe, dir auch. Mir auch, super. Vielen Und Dank. Wir werden auch Spieler dazu holen. Wir werden auch mal Offizielle aus der Geschäftsstelle dazu holen, damit ihr so ein bisschen mehr auch von uns mitbekommt. Das wollen wir. Uns fehlt der Kontakt mit den Fans, ist doch ganz klar. Und vielleicht noch abschließend eine Frage, Thorsten, du hast auch wirklich stressigen Job, ne? Da ihr seid viel unterwegs, natürlich mit der Mannschaft, ist ja klar, viel Training, dann seid ihr auf der Suche nach Spielern, ihr besucht welche, ihr habt Kontakte zu Beratern, wie kannst du entspannen? Ja, keine Ahnung, das mache ich dann, wenn die Saison vorbei ist. Okay. Für mich ist einfach nur wichtig, dass wir uns vernünftig präsentieren, dass wir einen guten Fußball spielen, einen erfolgreichen Fußball. Und dass das nicht einfach wird, das wusste ich vorher und das wussten wir, glaube ich, alle. Wir haben wichtige Spieler verloren, haben viele junge Spieler dazugeholt und kriegen das schon hin. Ja, genau. Das ist das richtige Wort zum Abschluss dieses Tages. Danke, Thorsten. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Zunächst in diesen Formaten und dann irgendwann ganz sicher auch wieder im Stadion. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.